Hallo ihr Lieben, willkommen auf dem Halo Cluster. Ihr seht hier die Cluster News. Ich bin der Venny und ich bringe euch heute wieder die top aktuellsten Geschehnisse aus der Halo-Welt. Auch im Februar soll es wieder einmal ein Update für die Halo Master Chief Collection geben. Neben der Suchdauer soll auch besonders die Lobby- und Party-Funktionalität im Vordergrund stehen. Allgemein ist die Rede von fundamentalen Änderungen, die gesamte Spielerfahrung verbessern sollen. Nebenbei ist eine Kopplung mit dem Xbox Live Preview Programm für kommende Updates im Gespräch. Neben dem hoffnungsvoll erwarteten Funktionalitätsupdate steht, wie wir bereits berichtet haben, ja auch noch das Halo 3 ODST Addon bevor. Passend dazu soll ab dem 2. März ein 60.000 Wörter umfassendes Buch in digitaler Form erscheinen. Halo New Blood thematisiert die Hintergrundgeschichte von Gunnery Sergeant Edward Buck und wurde von Matt Forbeck verfasst, der bereits mehrere Awards bekam für zahlreiche lizenzierte Fantasy- und Sci-Fi-Veröffentlichungen. Die Handlung des Buches ist komplett neu. Fans von Halo 3 ODST sollen aber trotzdem einige bekannte Situationen und Charaktere treffen können, so Forbeck. Angesichts dieser Umstände ist ein Release des Halo 3 ODST Addons durchaus möglich. Der Verkauf der Xbox One in Japan läuft mit 259 Einheiten pro Woche nach wie vor nicht besonders gut, aber Microsoft gibt sich bisher nicht geschlagen. Jetzt soll ein Halo-Bundle für 39.980 Yen am 19. Februar 2015 erscheinen. Das entspricht umgerechnet, haltet euch fest, etwa 300 Euro. Aber es wird noch besser, Vorbesteller sparen noch zusätzlich 40 Euro. Davon konnten wir bisher nur träumen. Mit beachtlichen Statistiken zur Halo 5 Beta meldet sich 343 Industry zurück. Angesichts dieser gigantischen Zahlen scheint Halo 5 soweit schon vieles richtig gemacht zu haben. Dennoch gibt es noch einige Baustellen für die Entwickler. Da wäre zum ersten die Beweglichkeit. Diese soll grundsätzlich noch erhöht und im Sprint verringert werden. Auch der Crouch Jump findet durch die Modifizierung der Ground Pound Steuerung seinen Weg zurück ins Gameplay und alle Spartan Abilities bekommen ein allgemeines Tuning und Bugfix. In Sachen Präsentation wird ebenfalls geschraubt. Und zwar wird die Killcam durch eine traditionelle Followcam ersetzt. Und es besteht die Möglichkeit, euch eine Wiederholung aus der Sicht des Schützen anzuschauen. Auch fallen gelassene Waffen werden einfacher zu sehen sein. Zudem werden die Sprecher auf die wichtigsten Ereignisse beschränkt und auch die Flut an Medaillen wird reduziert. Diese Änderungen sorgen dann hoffentlich für ein entspannteres Gameplay ohne Reizüberflutung. Und zu guter Letzt kommen wir zum Matchmaking. Geplant sind schnellere Matches, ein besseres Skill-Matching, besseres Feedback für die Spieler und ein verbessertes Party vs. Party Matchmaking. Aber auch CSR-Strafen und Matchmaking-Sperren für Quitter werden implementiert. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, ein bevorzugtes Datenzentrum für das Matchmaking zu wählen. Wir interpretieren diese Aussage als personalisierter Suchfilter. Ursprünglich war es geplant, Power-Ups schon in der Beta unterzubringen, aber die Entwicklung war zurzeit noch nicht fortgeschritten genug, demnach wird es diese natürlich auch wieder geben. Und solltet ihr noch weitere Ideen sowie Bemerkungen haben, dann habt ihr die Möglichkeit, diese direkt bei 343 Industries im Halo Community Feedback Programm zu äußern. Den Link dazu findet ihr, naja, ich denke ihr wisst wo, in der Beschreibung. Auf dem Windows 10 Event präsentierte Microsoft seine neueste Innovation, die Fusion seiner Plattformen Windows 10 und Xbox One. Dadurch sei es möglich, kommende Spiele wie beispielsweise Fable Legends plattformübergreifend oder via Streaming zu spielen. Dem aufmerksamen Zuschauer ist während der Präsentation sicher aufgefallen, dass in der Xbox App ebenfalls exklusive Xbox-Titel wie Halo 5 Guardians, Forza Horizon 2 und die Master Chief Collection gelistet waren. Da stellt sich natürlich die Frage, ob diese aufgrund der Streaming-Funktion in der Liste für PC-Spieler zu finden sind oder ob diese demnächst ihre PC-Umsetzung bekommen. Sollte letzteres der Fall sein, kann man nur entweder auf eine Controllerpflicht für PCler hoffen oder differenzierte Playlist für das Cross-Plattform-Menü. Was ist eure Meinung zu dieser potenziellen Entwicklung? Habt ihr ein Problem damit, gegen Leute mit Tastatur und Maus zu spielen? Und denkt ihr, es ist irgendwie problematisch, wenn diese zwei Welten aufeinander klatschen im Halo? Ach und nebenbei gesagt, ist ein Upgrade für Besitzer von Windows 7 und 8 auf Windows 10 in den ersten Monaten nach Release kostenlos. Nette Geste, würde ich sagen. Der ein oder andere wird sicher schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, dass Halo von einem Zombie-Modus profitieren könnte, da die Flood ja schließlich eine logische Grundlage bieten könnte. Für alle PC-Spieler ist dies jetzt Wirklichkeit geworden.
Auf Basis von Left 4 Dead 2 ist ein wirklich einzigartiger Mod entstanden, der sowohl die Waffen als auch die Flak-Klassen sehr detailliert und authentisch integriert. Den Mod könnt ihr einfach über Steam bekommen, wobei ihr darauf achten solltet, wirklich alle Bestandteile des Mods zu downloaden, da ihr mit Content förmlich überschüttet werdet. Mehr Details findet ihr in der Videobeschreibung. In der letzten Folge unserer Cluster-News haben wir euch von der möglichen Entwicklung des Halo Wars Nachfolgers berichtet, da jedoch die Möglichkeit besteht, dass es sich eben dabei nicht um Halo Wars handelt, hat der Halo-Follower eine Petition gestartet, um die Entwicklung eben jenes anzuregen. Link in der Beschreibung. Der groß angekündigte deutsche Halo-Kanal Halocination scheint wohl doch nicht tot zu sein. Am Samstag, dem 7. Februar, hat kurzfristig ein Halo 2 Anniversary-Turnier unter der Leitung von SG Sunrise statt, wobei das Finale nun auf dem YouTube-Kanal zu sehen ist und zuvor auf Twitch gestreamt wurde. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert, Links gibt's in der Beschreibung, einfach reinschauen und dann seid ihr top aktuell informiert, was da bei diesem Turnier gelaufen ist. So ihr Lieben, das war's wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid jetzt genug informiert erstmal für die kommenden Tage und Wochen. Schreibt doch eure Meinungen zu den hier aktuellen Themen in die Kommentare und ansonsten ist auch weiterhin Feedback und Kritik gewünscht. Äußert euch einfach, lasst alles raus und auch Vorschläge sind wie immer gern gesehen. Ich bin euer Benny und verabschiede mich hiermit im Namen des Clusters. Macht's gut und schönen Tag noch.